Die Erwartungen sind groß im Vorfeld dieser Partie. Wenn die beiden gegeneinander spielen, dann ist ein tolles Spiel vorprogrammiert. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Wir übertragen Ihnen heute ein Spiel am dritten Spieltag im International Cup. Deutschland gegen Österreich. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte, von daher dürfte es interessant werden. Da sehen wir die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Marc-André ter Stegen im Tor. Mats Hummels spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Und vorne wollen sie heute richtig offensiv spielen. Ja, das ist nicht ohne Risiko. Drei Stürmer zu Beginn. Drei. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Der Startschuss für ihre dritte Partie in dieser Gruppe ist erfolgt. Und wir hoffen alle auf ein unterhaltsames Spiel. Ballverlust Goretzka. Arnautovic. Da passt er auf. Hummels am Ball. Am Ball Sané. Gnabry. Sané. Kai Havertz. Leroy Sané hat den Ball. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Und das gibt Einwurf. Der Ball im Aus. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Glanzparade gehalten. Jetzt kommt die Ecke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Sané. Ball ist bei Goretzka. Gutes Technik. Wie lautet deine Prognose für Timo Werner im heutigen Spiel? Mit ihm kommt auf jeden Fall Tempo ins Spiel. Er ist extrem schnell und wird natürlich diesen Vorteil auch heute nutzen. Ah, Ball springt weg. Keine optimale Technik hier, aber da war es auch eng. Ballverlust Österreich. Deutschland mit Drang nach vorne. Die Chance! Frühes Tor. Immer wichtig.
So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Xaver Schlager. Die Österreicher im Angriff. Viel Übersicht bei diesem Pass. Der Ball läuft richtig gut. Da trennt er ihn vom Ball. Ball soll zu Sané. Schöner Pass, jetzt vielleicht. Der Pass, nichts zu halten hier. Fahne ist oben, abseits. Und damit zählt das Tor natürlich nicht. Schau nochmal mit drauf, Buschi. Ja, spätestens hier zu sehen. Auf abseits zu entscheiden war völlig richtig. Kai Havertz, Gnabry im Ballbesitz. Oh, Pech, der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel, ein super Kopfball, macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Gute Aktion. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Ballgewinn, gefährliche Position. Marko Arnautovic. Durchgesetzt hier von Niklas Süle. Sané. Jetzt Hummels. Kimmich. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Die Österreicher verlieren den Ball. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Stefan Leiner. Arnautovic. Xaver Schlager. Ja, könnte was werden. Sie bauen geduldig auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss noch nichts heißen. David Alaba. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt ist es gefährlich. Da kommt die Hereingabe. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Angriff der Österreicher jetzt. Ginter, da war er zur Stelle. Gefährlicher Pass von Goretzka. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Ballverlust durch Österreich.
Gefährlicher Pass von Gnabry. Schön dazwischen gegangen. Einwurf fürs deutsche Team. Gnabry. Sie bekommen den Einwurf. Florian Grillitsch. Süle hat ihn. Kai Havertz. Er holt sich den Ball. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Ball von Sané kommt nicht an. Werner. Sané. Havertz. Da holt er den Ball zurück. Könnte den Konter geben. Macht das da gut. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Marcel Sabitzer. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Marko Arnautovic. Da erobert er den Ball. Er spielt den Pass auf den Flügel. Goretzka. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Serge Gnabry. Das ist Havertz. Super gemacht. Gute Verteidigung. In der Mitte Sané. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. ...2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Schöner Pass. Super gemacht, mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Jetzt der Eckball. Kimmich. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Gnabry. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Da oben, jetzt der Versuch. Keine Gefahr hier, da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Schirmt den Ball da super ab. Jetzt Sabitzer. Die Österreicher verlieren den Ball. Marcel Sabitzer. Klasse Pass.
Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Vielleicht die Konterchance. Oh, viel Platz jetzt. Die Riesenchance. Oh, da haben sie natürlich Pech gehabt. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. Kai Havertz. Tolles Tackling von ihm. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Gut den Ball verteidigt. Xaver Schlager. Die Österreicher im Angriff. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Ja, der nächste tolle Pass. Da ist die Chance. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2:0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Also, der macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Der ist heute richtig gut drauf, mit dem kommen sie überhaupt nicht zurecht. Der Startschuss für ihre dritte Partie in dieser Gruppe ist erfolgt. Und wir hoffen. Glanzparade gehalten. Deutschland mit Drang nach vorne. Die Chance. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Ball soll zu Sané. Der Pass, nichts zu halten hier. Fahne ist oben, abseits. Und damit. Super gemacht, gute Verteidigung. In der Mitte Sané. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Oh, viel Platz jetzt. Die Riesenchance. Oh, da haben sie natürlich Pech gehabt. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. Die zweiten 45 Minuten laufen jetzt also hier. Und wenn die absolviert sind, ist die Hälfte der Gruppenphase schon vorbei. Valentino Lazaro, Florian Grillitsch. Energischer Zweikampf auf dem Flügel. Oh, toller Pass, gute Aktion. Guter Vorstoß da jetzt. Leon Goretzka. Gnabry hat den Ball. Kimmich. Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Ballverlust bei der deutschen Mannschaft. Ginter. Ball ist bei Süle. Sané. Kai Havertz. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen.
Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ecke kommt in den 16er. So, der Ball ist erstmal weg. Ja, da müssen Sie aufpassen. Geht dazwischen und hat den Ball. Xaver Schlager. Wieder so ein klasse Pass. Marcel Sabitzer. Marko Arnautović. Marcel Sabitzer. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Wenn Sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen Sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Goretzka. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Sieht gefährlich aus. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Pass kommt nicht an, das muss Einwurf geben. Die Österreicher verlieren den Ball. Guter Pass. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Hier deutet sich ein Wechsel an. Und den Wolf wird es wohl bei der nächsten Unterbrechung geben. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Er ist da und kann den Ball hier klären. Jetzt Sabitzer. Das sieht vielversprechend aus. Goretzka! Deutschland mit dem Tor! Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Sie werden hier wechseln. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Alaba. Xaver Schlager. Marcel Sabitzer. Sehr starkes Technik. Nicht zum ersten Mal, dass wir das heute von ihm sehen. Werner. Und Groß. Am Ball Sané. Lässt sich hier weit zurückfallen. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Groß. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Valentino Lazaro. Florian Grillic. Marcel Sabitzer. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug.
Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Süle. Das ist Havertz. Groß mit dem Zuspiel, aber wird abgefangen. Sané mit dem Ballverlust. Ja, das sieht gut aus. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Marcel Sabitzer. Ganz stark abgeblockt. Kimmich. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Die deutsche Mannschaft verliert den Ball. Chance zum Konter jetzt. Pass kommt nicht an, Kimmich ist da. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Da kommt die Flanke. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Leon Goretzka. Havertz bekommt den Ball. Klasse Chance jetzt. So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lupfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Toni Kroos. Sané. Kimmich. Das ist natürlich hervorragend, wie da der Ball läuft. Ja, sie spielen sehr präzise und das hier auch nicht zum ersten Mal. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er... Wer so einen Spieler hat wie Kai Havertz, der darf sich auch über solche Tore freuen. Super Aktion, super gemacht. Kai Havertz, wirklich ein klasse Spieler. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Hier gibt es für Sie heute nichts zu holen. Im Moment zumindest sind Sie in allen Belangen unterlegen und viel wird sich daran wohl auch nicht mehr ändern. Nee, Wolf, das ist zu eindeutig. Jetzt geht es irgendwie darum, sich noch einigermaßen vernünftig aus der Affäre zu ziehen. Könnte den Konter geben. Ja, das könnte was werden jetzt. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Kai Havertz.
Kimmich. Macht er gut. Kurze Flanke jetzt. Und der Pass. Super Kopfball. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke. Ja, und dann hat das wirklich einfach. Muss ja fast nichts mehr machen. Hält nur noch den Kopf hin und drin. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Wieder ein Treffer, 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Pass auf außen. Xaver Schlager. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Valentino Lazaro. Florian Grillitsch. Klostermann macht schön zu. Groß am Ball. Mit dem Ball Sané. Gefährlicher Pass von Goretzka. Die Chance jetzt. Die Latte verhindert das Tor. Ah, dieser Lupfer war vielleicht ein bisschen zu genau, zu präzise. Kein Tor. Xaver Schlager. Valentino Lazaro. Den Ball will er nicht hergeben. Marcel Sabitzer. Schirmt den Ball gut ab. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Gute Chance. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Xaver Schlager. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Klasse Aktion. Da ist die Flanke. Ein fantastischer Treffer. Das Tor ändert zwar nichts am Spielausgang, bringt ihnen aber vielleicht ein wenig Selbstvertrauen zurück. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Da machen sie es ihm aber auch leicht und die Chance lässt er sich nicht entgehen. Hier nochmal dieser Treffer. Jetzt also der Spielstand. Viel bringt ihnen dieser Ehrentreffer natürlich nicht mehr, aber immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, Wolf, das ist ein schwacher Trost für die Fans, aber ganz ehrlich, heute war nicht mehr drin. Und jetzt Toni Kroos. Sie haben den Ball und bei ihrer enormen Ballsicherheit geben sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her. Man kann es ihnen eigentlich auch nicht verdenken. Angriff der Österreicher jetzt. Und jetzt haben sie den Ball. Klasse Einsatz. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Groß am Ball. Sie bringen den hohen Ball.
Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. Normalerweise sind wir bei denen enge Duelle gewohnt. Heute war es anders, Buschi. Ja, und das wird jetzt natürlich Analysen geben. War der Druck zu hoch? Wollten sie zu viel? Eigentlich alles egal. Am Ende ist es ein deutliches Ergebnis im Aufeinandertreffen dieser beiden Rivalen. Der Startschuss für ihre dritte Partie in dieser Gruppe ist erfolgt. Und wir hoffen. Glanzparade gehalten. Deutschland mit Drang nach vorne. Die Chance. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Ball soll zu Sané. Der Pass, nichts zu halten hier. Fahne ist oben, abseits. Und damit super gemacht, gute Verteidigung. In der Mitte Sané. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klassekeeper. Oh, viel Platz jetzt. Die Riesenchance. Oh, da haben sie natürlich Pech gehabt. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. Kai Havertz. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das sieht vielversprechend aus. Goretzka! Deutschland mit dem Tor! Havertz bekommt den Ball. Klasse Chance jetzt! So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lupfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Wer so einen Spieler hat wie Kai Havertz, der darf sich auch über solche Tore freuen. Super Aktion, super gemacht, Kai Havertz. Wirklich. Macht er gut. Kurze Flanke jetzt. Und der Pass, super Kopfball. Gefährlicher Pass von Goretzka. Die Chance jetzt. Die Latte verhindert das Tor. Ah, dieser Lupfer war vielleicht ein bisschen zu genau, zu präzise. Kein Tor. Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Da ist die Flanke. Treffer. Das Tor ändert zwar nichts am Spielausgang, bringt ihnen aber vielleicht ein